früh morgens zum Beispiel zu trainieren oder auch bei schlechtem Wetter zu trainieren und den inneren Schweinehund dort zu überwinden, ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich immer ein Ziel zu setzen. Ich versuche natürlich so viel wie es geht draußen zu trainieren. Das meiste natürlich auf dem Wasser, das ist meine Sportart, das Rudern. Aber natürlich gehört auf unserem Trainingsplan auch genauso dazu die Allgemeinathletik. Das ist bei uns dann oft Radfahren oder Laufen. In der Natur zu sein, das ist für mich ein ganz wichtiges Element. Der Winter und der Frühling sind immer ganz gefährliche Jahreszeiten. Man denkt manchmal, die Sonne scheint und man kann einfach in dünnen Sachen rausgehen. Aber wenn man dann draußen ist, merkt man eigentlich, es herrscht ein frischer Wind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal vernünftig kleidet. Das heißt, nicht zu dünn anzieht. Lieber vielleicht mal eine Schicht mehr anziehen, die man dann ausziehen kann beim Sport. Durch die frische Luft merkt man einfach, dass das ganze Immunsystem, der ganze Körper gestärkt wird und man anders als beim Indoor-Training wirklich einfach deutlich fitter wird.